Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Goat Simulator 3 Lustige Dinge. Ja, Projekt. Und jo, ich habe ein bisschen etwas ausprobiert. Das seht ihr. Ich möchte mich nämlich teleportieren. Es geht aber nicht, wir sind zu groß. Ja, ich musste es probieren. Ich wollte es größer machen. Oh, wir können dafür fliegen. Geil. Und wir fliegen wieder zu. Nein, wir stecken wieder fest. Wir sind drinnen. So. Ja, Goat Simulator ist gerade auf Steam rausgekommen und scheinbar 35% reduziert. Also Zuschlag, bevor ihr nicht genug lustige Sachen habt, gell? Ja. Könnt ihr ja euch ja wieder sehr, sehr motivieren. Ich sehe irgendwie überhaupt nichts. Dürft gerne mit mir zusammen, also ja, getrennt natürlich, ein paar lustige Dinge herausfinden. Schaut euch mal den zweiten Part an, da habe ich mit Leon am Schluss dann epische Sachen erlebt. Mit zwei oder, ja, glaube ich, bis zu vier Spielen kann man mega geile Sachen machen. Zum Beispiel auch nochmal so ein Autotune, wenn es geht. Ja, es geht nicht. So, heute machen wir wieder ein bisschen Missionen und auf lustige Art und Weise. Jo. Also, wir gehen kurz raus. Wir sind zu groß. Wo war das? Ich bin nicht raus. Ich hab die falsche Taste genommen. So, jetzt. Ich wollte Tab drücken, musste aber ESC drücken. So. Das normal große Staus ist es natürlich ein bisschen bequemer, irgendwo reinzugehen. Reinzukommen. So, also, was wollen wir machen? Wir machen nochmals dieses Häuschen. Wir wollen noch das Item holen, dafür müssen wir in die Stadt, also wir müssen es gut tun. Wir nehmen noch die Waschmaschine. So. Boah, das wird ein Turboantrieb. Und dann nehmen wir noch... Können wir ein anderes Auto reintun? Geht das? Man kann es ja aufnehmen. Einfach ein anderes Auto rein. Bevor es aber explodiert, bitte. Oh nein, das Weiße weg. Kann man ein Auto auf ein Auto tun, nicht? Oh. Liebe Entwickler, ihr seid nicht gerade so. Oh, ein Fass. Ein Fass ist das. Ich wollte schon lange auf einem Fass. Komm. Okay. Fahren. Nee, aber ich hocke leider in einem Klo drin. Schwer zu fahren. Aus dem Weg, ihr seid immer weg. Hallo, aus dem Weg. So, wie viel schaffen wir? Alle Banane. Ist irgendwie ganz broken. So, hier haben wir scheinbar nichts mehr. Ich schaue gerade. Ein paar Stellen, wo ich noch denke, ist eine Goat-Statue. Aber in der Luft war jetzt gerade auch nichts. Hier oben am Schild haben wir nämlich auch schon geschaut. Oh, bin drüber gerettet. So. Können wir irgendwie. Welche Taste war es? Oh. Es ist hier ein Nebel gewesen. Ah, wegen dem Haus. Wegen diesem Rätsel. So, ah ja, mit rechts. Genau. Sehr gut. Also. Sind wir gleich hier? Wir müssen nochmal hier rechts und links. Und da muss irgendwo dieses Geheime. Ich muss sagen, das ist nicht so geheim. Aber wir steigen mal aus, wir sind schneller unterwegs, wenn wir laufen. Vielleicht hier irgendwo. Was macht er da unten? Was machst du hier? Käse essen. Okay, dich merke ich mal kurz. Irgendwas ist krumm. Gut. Haben wir 23 von rein? Ja, das sind die Brücken. Ja, definitiv ist der Hals gebrochen. Nein, ich will. Wo laufen?
die wohl offen in den Volkei. Oh. Das bin ich jetzt rausgeflogen. Jetzt roll ich einfach wieder rein. So. Was ist denn hier? Ein bisschen buggy. Das ist sehr eingeschränkt mit dem Kopf. Oh Gott. Wir breaken das Spiel. Okay. Dann gucken wir doch mal. Geht's aber nicht mehr. Jo, irgendwo hier muss es sein. Das Item, weil wir haben es nicht im Inventar. Ja, hier rein. Lol. Das ist schön. Ja, das ist leider nicht so. Na gut, dann gibt's halt kein Sharp Speed. Wir sind schon wieder reingebrochen. Obwohl, ich bin dazwischen. Geil. Wir sind einfach dazwischen. Okay, wir können halt nicht mehr raus, richtig? Lol. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Ah ja, die Wunderwaffe. Wunderwaffe. Das ist ein Bild. Mein Gott, was wir eigentlich alles erleben im Spiel. Man könnte immer ständig Screenshot machen. Also, wenn das doch mal frog. What the fuck? What the fuck is that? Nein. Bild. Bild. Hallo. Screenshot. Kamera. Bitte, ich will es nochmal sehen. Bitte. Kamera, nicht spielen. Hallo. Bald habe ich alles. Bald habe ich da genau das Thumbnail eurer Wünsche. Gut, 23.3. So. Meine Güte. Tut mir leid, ein Bild ist besser als das andere. So. Was mache ich für den Übungen? Was soll das, hä? Was? Die Giraffe ist einfach mit Abstand die lustigste. So. Ja. Und du? Hä, wo ist jetzt dieses Teil? Das muss hier sein. Es war hier. Lol. Ey! Er nimmt mich einfach mit. Okay, wir werden uns wieder verwandeln. Ah ja, wir haben ja den Vogelstrauß. Was hat er für Fell? Grün. Gibt es irgendwie spezielles Fell? Zum Beispiel Vogelstrauß. Ich sehe keinen Vogelstrauß. Oh, Nemo. Ich möchte gerne Nemo sein. Einmal Nemo für einen Part. Hunabo. Gut. Emanuel. Entscheide dich heute nicht für das. Okay. Wir machen heute mal keine Gewalt. Jetzt kommt ein Auto. Emanuel. Wo ist dieses fliegende Teil gewesen? Emanuel. Zeig dich doch mal kurz. Auch wenn du King bist. Zeig dich mal. Um noch Dreck zu graben. Ah, doch, das ist das Item. Ich dachte, es wäre eine Maske. Also, wenn.
Ding, 3D-Brille oder so. Nein, es ist das Item. Okay, wir haben es gefunden. Wir müssen nicht mehr danach suchen. Also das ist ein Gaming-Projekt, X, ein professioneller Schläfer. Aha. Gut, also ich habe zwei, drei Sachen, die ich mit dem nutzen will. Jetzt machen wir mal kurz die Maske weg. So sieht Emmanuel also aus. Ist irgendwie ein Emu? Ah, wegen Emu, Emmanuel, okay. Easy, ich bin drauf gekommen. Also, wo haben wir das? Die Maske wieder. So, wo waren wir vorher? Das Bugs Bunny, aber die Maske bin ich jetzt gerade nicht mehr. Hä? Muss die Maske mir mal finden. Habe ich die Maske jetzt gerade da? Also, wo waren wir erst gerade kurz? Ah, genau, da vorne beim Gefängnis. Wow. Da ist das Rihorn, genau. Ist hier irgendwas da drin zwischen? Mal verschieben. Okay. Ja, kaputt machen muss da auch noch, hä? Du lausiger Vogel, traust du? Hui! Genau, und hier runter. Können wir, wenn wir hier unten sind, die Maske einsetzen? Komm schon, bitte. Bitte! Hallo, Schlauch, Staubsauger! Staubsauger, aufwachen! Geht hier runter. Ah, dann machen wir das halt erstmal mit Siege. Ist ja halb so weht. Und was war es für eine Taste? Nein, nicht dort. Mach doch mal in den Vergnügungspark und sicher. Der Smoke XXX fehlt 404. Der da. Käseliebhaber schrieb im Dokument über sich selbst durch. Was eine Kriterien? Gamer Zieges Weg, Beruf dritte Weltwahllot, alter Mann, sicher. Also, und wo? Singt täglich ab bis zum Dosen eines wie Melvin Felix. Wo war der andere genau? Der war ganz im Süden, deshalb müssen wir kurz mal teleportieren, weil sonst dauert das ewig. Der war ungefähr dort, also müssen wir hier hin. Auf die Farm, auf die Farm, wir gehen wieder auf die Farm. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Bist ein talentiertes kleines Ziegenkitz. So. Komm jetzt aufstehen. Lern mal laufen, du bist schon alt, du dumme Kuh. Hopp. Daniel Geistgeist, bleib das hin. Away from me. Ich gehe nicht weg von dir, ich muss durchlaufen. Der verdammt Chance. Und hier haben wir die Gillermann gesetzt. Krass. Da unten irgendwo, ja, unter der Brücke. Und hoppla. Am Blaubau. Heftigst. So, ihr müsst irgendwo hier hochkommen. Hier. Definitiv. Wer bist denn du? Der Bananendieb bezahlt Leute, damit sie über seine Witze lachen. Smart Günnemann Deluxe Rally Coordinator für St. Windler. Alter 47. Geil. Ab Moment, Moment. Obligatorisches. High Five. High Five. So. Gut. So, als nächstes müssen wir hierhin. Dilbos Reise. Dilbo haben wir schon getroffen. Das ist Bilbo Beutlin. Und der muss irgendwo hin, aber ich weiß nicht was. Wo ist der höchste Punkt der Fair Meadows Range? Okay, bin wieder zurück. Wo ist der höchste Punkt? Hacke eine weitere Ziege. Wie man hackt man? Hier. Der höchste Punkt der Ranch. Soll ich hier oben sein oder so? Aber jetzt ist es wieder weg.
Ganz komisch. Ja, die müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Natürlich für Sachen freispielen, aber da haben wir mehr als genug. Okay, wahrscheinlich eines der Silos oder so, wenn sie hier sind. Das hat einfach ein bisschen Buggy, dass dort das Gebiet ist und dann wieder nicht. Jojo. Kennt man ja. Und wer bist du? Ebbe Swinkman besitzt eine Energy Drink Marke. Cool. So, hier sind wir. Nicht zu viel ablenken lassen, es ist nicht gerade so. Ja, wichtig, dass man immer etwas macht. Damit einfach alles. Jo. An einem Platz ist, oder? Getarntes Alien? Katy Perrys Einöler? Bye, bist du ein Einöler? Dilbos Reise. Der Ring muss tief in den Berg Inferno gebracht werden, um den völligen Abgrund zu geworfen werden, aus dem er stammt. Und wo ist der Ring? Wo ist der Ring? Ah, ich hab den schon mal geholt, wahrscheinlich. Zufällig. Jo, aber hier, doch, hier ist er. So, dann gehen wir doch auf diesen Berg hoch. Der müsste ja hier irgendwo da drüben sein. Gleich neben. Nein, hinter dem. Sag schon. Friedhof, Kapelle und so. Oh nein, da ist die Frau. Lieber nicht. Hallo. Nicht gleich den Kopf im Boden rammen. Ziege. Okay, danke schön. Und ein Part wird natürlich wieder lustige Stunts geben. Also das erste Mal natürlich. Aber. Jo. Immer lustig. Genau. So, hier im Wald könnte auch irgendwo etwas sein. Hui. Ich hätte gerne irgendwie. Verwandle mich kurz in den Strauß, ganz schnell. So. Aber irgendwas, was ich eigentlich besser mal fliegen könnte oder so. Pakete müssen wir dann auch mal zurückbringen. Das machen wir mal in einem Livestream, weil das dauert einige Zeit. Dann habe ich 50 Stück und 50 Stück, wo die wahrscheinlich nicht unbedingt sehen. Oh, ein Fußball! Toi! Das ist Point! Hat es wirklich viel Kraft gibt. Was ist das? Oh, wir haben ja den Ring auf. Okay, klar. Das ist ein Arschkrieche. Ein Müllkrieche. So, und hier oben ist es gleich. Die ungeduldige Zuschauer. Die merkt es groß. Und Dragos Freunde manchmal ein bisschen sehr ungeduldig. Jo. Wir machen die komischsten Sachen, um irgendwo ein kleines Lavaloch zu finden. Aber wo genau war das noch weiter drüben? Ich glaube, das war noch hier weiter drüben. Mist, wir sind ein bisschen falsch. Hey. An Leute, an Experten. Ja, ich bin halt kein Experte. Spieler spielen nicht jeden Tag 20 Stunden. Boing. Da weiß ich das auch nicht. Immer sofort. Ja, ja, die Kritik immer. Da ist es. Ja. Oh, eine Goat-Statue. Hey, haben wir die nicht schon mal geholt? 9 von 19 in Mornwood. Also. Cool. Also, wie wirft man jetzt das weg? Muss ich ranfliegen? Zuerst diese komische Kauz. Ja. Und wohin gehen wir? Hä? Zu einem Bahnhof? Ah, Harry Potter wahrscheinlich. Und das können wir hier mal? Hm. Da muss doch irgendwas versteckt sein. Ah, das ist eine Lampe. Was müssen wir hier mal? Ich sehe nicht so gut. Es leuchtet alles.
Sonst müssen wir nichts mehr machen. Ist jetzt die Quest vorüber? Ist Gleis 9 ein Drittel? Ist es, glaube ich, 9 ein Drittel? Oder? Ja. Bin nicht so sicher. Ich bin nicht Harry Potter Fan. Ich habe, glaube ich, ja, noch nicht alle Filme geschaut und auch nur nebenbei. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Lol. Was muss ich hier machen? Sieht man etwas mit Bremen? Was mit dem? Muss ich durchlaufen? Kann das sein? Keine Ahnung, was hier. Ja, durchlaufen. Dilbos Reise. Danke, Dilbo. Wo bist du hin? Bist du weg? Dilgor der Graue. Ah, wir sind der Zauber. Ach komm. Spiel, du nervst manchmal. Zeig doch einfach die Sachen an. Gibt's auch irgendwelche Schuhe von ihm? Dilbo, wo bist du? Dildo. Dilbo, Bilbo. Ich meine ja nicht. Den machen wir doch mal. Den. Früher Staatsanwalt von Illinois. Moderator 1. 20 Jahre wegen falscher Beschuldigungen in Einzelhaft. Und sitzt ein Entschuldigung. Machen wir die auch. Okay. Machine Trace. Okay. Vergesst öfters mal Pick. Also, können wir die auch wegrollen? Ne, wegrollen, nicht draufrollen. Okay, dann gucken wir nochmal so ein bisschen uns um. Da oben könnte irgendwo sein. Ja. Oh, das wird es sein. Das ist eine Nische. Falsche Seite, aber gut. Aua. Knackst alles voll. Andere ist sicher das. Oh. Okay. Wo haben wir heute noch ein paar Verstecke? Mami! Oh, ein brennender Ziegenmensch. Ziegenmann. Zickenmann. Da oben ist einer. Okay, wir müssen grinden. Grinden. Nicht in die Richtung, hallo. Yes, direkt gefunden. Okay, 20 von 31. Sehr gut. Diese lustigen Sachen, die immer wieder passieren. Dann hier. Okay, ist einfach runtergefahren. Lol, ich bin hier dazwischen jetzt. So kann man gut gucken, ob irgendwas drunter ist. Ich will jetzt nicht so heftigst fangen. Aha. Jo, sind wir leider wieder hier. Ist irgendwas mit diesem Teddybär? Nein, ist irgendwo umgefahren. Sah so aus, als würde er irgendwie bangen. Hier muss doch irgendwas sein. Ich habe mich gar noch nicht hier so richtig angeschaut. Lol. Ich möchte gerne. Hier hoch. Das alles aus. 5, 15 weiter. Gut. Was ist, wenn wir auf dieses Silo gehen und dort blöden uns? Genau, die Hühner waren doch so richtig fest.
Ein Buggy, wenn sie größer wären. Ja, danke schön, dass du das nicht gerade machst. So. Wo werden wir weggestanden? Einfach hier rüber. Ach. Hä? Was ist exportiert? Hier, irgendwo hier hat es noch etwas. Ah, wir tun mal die Pflanzen wieder wachsen, weil wir haben, glaube ich, eine Goldstatue vergessen dort. Und hier ist gerade nichts mehr. Genau, das haben wir gemacht mal. Sieht mir wann. Finding Parts. Und wir brauchen Fertilizer. Wir brauchen den Dünger. Also. Naja. Ich hoffe, die Goldstatue ist noch irgendwo. Aber sehen tun wir gerade nichts. Was? Weil das Verbot von Babys? Böser. Geht das nicht mehr? Oder müssen wir jetzt Wasser nehmen? Wir bräuchten eventuell Wasser. Und wo ist was? Irgendwie geht es leider nicht mehr. Ja, dann haben wir die Goldstatue. Was ist jetzt passiert? Jetzt haben wir halt diese Goldstatue. Ja, vielleicht schon. Und brauchen sie nicht mehr. Nein! Okay. Was habe ich mit diesem Schild? Fertilizer sehe ich jetzt. Wenn das nicht mehr geht. Wie kann man denn sonst noch an die Goldstatue kommen, wenn man sie nicht nimmt? Aber ich denke, sie gehen down oder sie werden ja, wird ganz winzig, wenn man Goldstatue schon hat. Okay, gut. Das wäre gelöst. Fußball spielen könnten wir auch mal, wenn wir wieder einen haben. Leon ist halt sehr, sehr inaktiv und abgelenkt. Und wahrscheinlich nicht mehr mit. Können wir gerne mal machen. Vielleicht auch in einem Livestream dann mal. Und. Ja. Haben wir hier oben etwas? Dieses eine Zeugs da. Größer machen und gewinnen und so Sachen. Also ein bisschen schwierig, vor allem, wenn es kaputt geht ständig. Okay, hier haben wir auch nichts. Ja. Nee, da waren wir, glaube ich, auch schon mal drin. Aha, okay. Ein fliegender Backbecher. Okay. Also machen wir noch etwas Kurzes Lustiges. Zum Beispiel, ja, in der Höhle waren wir auch schon, definitiv. Ich weiß schon, was ich mache. Wer bist du? Shooten Killers. Sind hier Beiß. Hui, Sohlen. Was ist, wenn wir uns bekehrt herum? Nein. Nein, nicht zu viel klein. Was ist denn noch? Ein Arm? Ja, okay, er dreht sich immer. Was macht die Giraffe? So, ich möchte gerne Nemo sein. Nemo, klein Fisch. Nemo, der Dreckspatz. Hui. Ja, einen Spatz Nemo zu nennen, ich fand es ziemlich cool. Hui, Dreckspatz. Oh ja, zu den Kindern gehen und sagen, hey, ich bin Nemo, der Dreckspatz. Oh, Kopf, Kopflandung. Boah, wie bad ich kann das Spiel sein. Ha 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 ha
Lol. Nur noch die Flöte. Ist ein bisschen nervig, gell? Hören wir lieber auf. So. Kann ich hier noch kurz rein? Was haben wir hier? Tut von Nina. Kennt alle Happy Harry Potter Bücher. Also. Und ich kenne nicht mal ein Wort von einem Harry Potter. Ich bin so ein Noob. Patchspiel-Ziege. Muss man die einfach noch freispielen oder kann man die irgendwie noch... Die werden wir noch anschauen. Definitiv. Kennt ihr nicht? Dann mach ich mir mal kurz rein. Ich schaff schon. Ich schaff das noch. Ja, wir schaffen das. Ah, da muss natürlich der Experte wieder ran. Das ist gar nichts drin. Und was macht ihr heute noch so? Unter der Map hängen? Wieso ist dort ein Traktor? Ah, das sind. Wir haben den Start und das Ende gefunden. Bei weitem sind diese Ziegen nochmals da. Wie cool! Und unter der Scheune ist auch irgendwie noch so ein großes Viereck. Geil! Wie cool das aussieht. Das ist doch ein schönes Bild. So, ich mache auch noch einen Discord-Screenshot-Trade. Dann könnt ihr die Bilder auch anschauen. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Zusehen. Ja. Und. Null. Jetzt werden wir rausgeworfen. Jo, wenn ihr noch lustige Dinge habt, die ich auch zeigen könnte. Die natürlich nicht allzu zufällig sind, sonst auch einfach so haben. Vielleicht schaffe ich es ja. Dann ja, einfach in die Kommentare schreiben oder ja, ein Video davon zeigen oder sonst irgendwas. Und ja, wir sehen uns ja, vielleicht, wenn ihr Lust habt, im nächsten Part wieder mit lustigen Dingen aus Goat Simulator 3. Tschüss.